Fledermäuse. Seit 50 Millionen Jahren leben sie auf der Erde. Es sind 22 Arten, die aktuell in Deutschland nachgewiesen sind. 13 sind es in unserer Heimat. Einige von ihnen bevorzugen den Wald als Lebensraum, viele aber auch die Dörfer und die Städte, die der Mensch geschaffen hat. Sie sind also unsere heimlichen Nachbarn. Heimlich deshalb, weil man sie meist allenfalls am Abendhimmel aus großem Abstand zu Gesicht bekommt. Für manche Menschen sind es deswegen auch unheimliche Nachbarn, was zu allerlei Spekulationen und manchmal auch zu Vorurteilen geführt hat. Für uns war es ein Grund, uns näher mit diesen Tieren zu beschäftigen. Dafür nutzten wir die Projektwoche der Fritz-Philippi-Schule im September 2014. Zunächst besuchen wir Ulla Schäfer zu Hause. Die Herbornerin kümmert sich seit vielen Jahren um Fledermäuse, die verletzt wurden und nicht mehr fliegen können. Das ist nicht unangenehm, gell? Nee, im Gegenteil, das ist ganz toll. Sie führte uns die Tiere vor und erklärte uns vieles über sie. Das große Amtssegler, das große Mausohr. Man sieht die unterschiedlichen Ohren, also zwei verschiedene Arten. Beide gehören zu den größten Arten, die wir haben. Das heißt, wenn die aufmachen, 40 cm Spannweite. Anna habe ich jetzt 5 Jahre. Die hat den Flügel angebrochen. Das heißt, die kann ihn nicht richtig strecken, sondern nur so in einem Winkel. Und das reicht nicht zum Fliegen, für draußen, zum Jagen. Und deswegen ist sie als Dauerpflegetier hier. Und ich habe die, ist immer Arbeit auch, gewöhnt an meinen Geruch. Den verbindet sie mit Essen, also positive Sachen. Da Fledermäuse Gruppentiere sind und Anna ist alleine, muss ich ihr die Gruppe ersetzen. Das heißt, ich streichle die, ich bekuschel die und damit kann ich die an Menschen gewöhnen und zeigen. Ich kann Anna sogar mit in den Kindergarten nehmen, wo dann auch mal Hände ein bisschen grober drüber gehen. Aber das macht Anna mit. Bei Otti bin ich mir oft nicht sicher, die macht das mal zeitlang mit und dann hat die keine Lust mehr. Und dann will sie sich nur noch verstecken. Jetzt ordnet sie wieder und sucht was Neues. Sie hört die Schmerzen, gell? Mhm. Sie ist noch sehr langsam. Das wird jetzt immer schneller, weil sie jetzt immer mehr warm wird, immer mehr aufgeheizt wird. Zwischen 37 und 40 Grad Temperatur. Ja, und Ottilie mag überhaupt nicht. Also ich würde jetzt so sagen, die hätte Fieber. Ja, jetzt ist die warm. Die können auch gut gucken. Aber wenn es richtig dunkel ist, nehmen die ihren Ultraschall noch dazu. Anna ortet. Ihr seht, dass die das Maul aufmacht und ortet. Da die ja oft abends im Dunkeln unterwegs sind, glauben die Autofahrer, ich habe einen Vogel angefahren. Die orten geradeaus und das Auto kommt von der Seite. Der Igel geht ja auch auf die Straße, weil der Teer noch warm ist und Insekten anzieht. Und auch die Fledermäuse fliegen dann mal an den Straßen. Diese angefahrenen Fledermäuse kommen zu mir. Wenn die Flügelbrüche haben, kann man nicht schienen durch die Flughaut. Das geht nicht. Und dann gibt das Dauerpflegetiere. Wir können auch gleich die Anna mal auf der Erde rumlaufen lassen. Fledermäuse können laufen. Müssen in der Natur aber von der Erde wieder auffliegen können. Und wenn die 10 Minuten am Stück fliegen können und von der Erde auffliegen können, dann können die raus. Mache ich die Tür auf. So, Schatzi. Musst du jetzt mal? Komm, ich setze sie jetzt mal runter. Ja, sie ordnet jetzt ganz heftig. Wenn ich das jetzt hier ausmache, hören wir nichts mehr, aber ihr seht, dass sie noch ortet. Die macht das Maul noch auf. Nee, gar nicht. Anna lasse ich auch abends hier rumlaufen. Ein bisschen als Fitness. Ich meine, nur essen, sage ich mal, und nichts tun. Also muss sie sich auch bewegen und dann lasse ich die hier laufen. Wenn man eine Fledermaus findet auf der Straße, und die dann greift. Das Erste, was die macht, Maul auf und zeigt ihre Zähne. Guckt, ich bin ein gefährliches Raubtier. Na? Und schreien wird sie dann auch noch, ebenso quietschen. Also so wie gerade. Das schreckt ja oft dann auch schon mal was ab. Hier sind wieder die Schallfänger und da das Kleine sind auch bestimmt die Ohren. Oder? Richtig, das nennt sich Tragus, dieses Kleine. Mit Frau Schäfer fuhren wir auch zum Fledermaushaus in den Greifensteiner Ortsteil Allendorf.
Wenn ich als Fledermaus als Adresse angebe, ich wohne in Hamborn im Schloss, hört sich besser an, als wenn die sagen, ich wohne im Holzkasten bei der Ulla. Damit will ich sagen, dass die Fledermäuse sich das aussuchen. Und wenn denen das nicht passt, passt ihnen das nicht. Häuser, die Fledermäuse haben, irgendwo sind ökologisch in Ordnung, ohne Giftstoffe, und das ist wichtig für die Fledermäuse. Wenn die Fledermaus kommt und anfliegt, kotet sie erst nochmal. Sie macht sich ja das Quartier nicht unnötig voll. Und durch den Schwung wird der Kot ans Haus geklebt. Ganz da oben ist der Ausflug, wo auch das Zählwerk ist. Die Kugeln auf dem Dach und auch auf dem Nachbardach sind Abwehrkugeln für den Waldkauz. Der Waldkauz setzt sich dahin und fängt die Fledermäuse für seine Brut zum Füttern. Das wäre natürlich nicht in unserem Sinne, deswegen die Kugeln da oben, und die bewegen sich, und dann kann der Waldkauz sich nicht da drauf setzen, und das findet er unangenehm und ist auch seit dieser Zeit nicht mehr gesehen worden, was uns freut. Vor Jahren entdeckte man, dass bis zu 1000 große Mausohren das Dach dieses Hauses jeden Tag als Sommerquartier benutzten. Das große Mausohr ist die größte heimische Art. Als die Besitzer gestorben waren, kaufte die HGUN dieses Haus, um den Schutz dieser Tiere in den Mittelpunkt zu stellen. Das Haus soll nach und nach zu einem Informationszentrum umgebaut werden. So erklärte uns Frau Schäfer hier schon auch, was man alles für die bedrohten Tiere tun kann. Auf den Dachboden durften wir natürlich nicht stören, aber was dort tagsüber so los ist, konnten wir über die automatische Kamera verfolgen, die von den Naturschützern unter dem Dach angebracht wurde. Am Samstag nach der Projektwoche führte die Fritz-Philippi-Schule ihr traditionelles Herbstfest durch. Wir luden Frau Schäfer dazu ein. In unserem Klassenraum präsentierte sie ihre verletzten Fledermäuse. Außerdem hatte sie noch vielerlei Informationsmaterial mitgebracht. Sie war stundenlang von interessierten Zuschauern umlagert. Aber wie ist denn das? Was trinken die? Die fliegen auch über den Teich. Aha. Wer einen Gartenteich hat, ja. Das sind die Fledermäuse, die rüberfliegen. Beim Rüberfliegen lecken die da mal so. Einmal die Zunge raus. Kann die auch noch fliegen? Nee, Anna nicht mehr. Das sind Dauerpflegetiere, die das gewöhnt sind, eigentlich angefasst zu werden. Warum kann sie nicht mehr fliegen? Die hat am Flügel gebrochen. Wie lange haben sie die? Aber ich habe 5 Jahre. Das sind jetzt noch. Nein, das sind ausgewachsen. Wenn die aufmachen, sind beide, haben die eine Spannweite von 40 cm. Jetzt, wenn die das Maul aufmachen, atmen die. Und das kann ich mit diesem Gerät dann hörbar machen. Alle Fledermausarten stehen unter strengem gesetzlichen Schutz. Viele von ihnen sind selten geworden, manche sind vom Aussterben bedroht. Das hat seine Ursachen darin, dass der Mensch oft gedankenlos deren Lebensgrundlagen zerstört. In den Siedlungen genauso wie draußen in der Landschaft. Aber es gibt noch regelrechte Paradiese für Fledermäuse. Ein Dorf, auf das es zutrifft, ist Nanzenbach, ein Stadtteil von Dillenburg. Hier stehen noch alte, meist kaum benutzte Scheunen, wo diese Tiere im Sommer Unterschlupf finden können. Ebenso
Ebenso gibt es fast 100 Felsenkeller, die sich um den Ortsrand ziehen. In der Umgebung des Dorfes finden wir eine vielfältig gegliederte Natur, wo die Tiere bei ihren allnächtlichen Jagdausflügen genügend Insekten finden. Hier fühlen sich nicht nur Fledermäuse, sondern auch andere Tiere wohl. Zwei alte Grubenwagen an den Ortseingängen und eine Anlage mitten im Dorf erinnern uns daran, wie die meisten Männer von Nanzenbach über Jahrhunderte ihr Geld verdienten, als Bergleute in den Gruben des Schelderwalds. Hier gruben sie vor allem nach Eisenerz und hinterließen dabei viele Stollen und Abbauten. Die Arbeit in den Gruben ist längst Geschichte. Aber die vielen Hohlräume, die dabei in den Bergen entstanden sind, sind heute ideale Winterquartiere für unsere Fledermäuse. Experten gehen davon aus, dass hier die meisten Fledermäuse Hessens überwintern. Naturschützer sorgen seit vielen Jahren dafür, dass diese vor unliebsamen Besuchern geschützt werden. Vor allem ein Temperaturanstieg würde zum Aufwachen der Tiere führen, die dann im Nu so viel Energie verbrauchen würden, dass sie den Winter kaum noch überstehen würden. Wir trafen uns mit Josef Köttnitz im Schelderwald. Zunächst an einem Stollen am Hungersberg am Dorfrand von Nanzenbach. Ja, wir stehen hier vor dem Eingang einer alten Kupfererzgrube in der Nähe von Nanzenbach. Dieser Stollen wurde vor etwa 15 Jahren von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz in Hessen vergittert.
So. Wir haben diese Grube eben befahren, haben versucht, Fledermäuse zu finden. Es ist uns nur bei einem einzigen Fledermäuschen gelungen. Wir haben eine kleine Bartfledermaus gefunden. Dafür haben wir aber in der Grube zwei Waschbären entdeckt. Hier ist er, der Waschbär. Hier ist er uns. Der Waschbär ist da. Ja! Ja, wir bauen Waschbären ab. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das ist jetzt auch teilweise die Erklärung, warum wir in vielen Stollen also unerklärliche Besatzrückgänge haben. Dann am Tretenbachstollen, nicht weit vom Scheldetal. Wir befinden uns hier jetzt mitten im Schelderwald, vor der Grube Tretenbach. Der Schelderwald und Umgebung ist als EU-Schutzgebiet im Rahmen des Natura 2000-Netzes, ein europaweites Schutzgebietsnetz, mit ausgewiesen worden. Aufgrund des hohen Fledermausvorkommens hier in diesem Wald, bedingt durch die zahlreichen Bergwerksstollen, die heute noch Fledermäusen zur Verfügung stehen für ihre Überwinterung. Das sind wieder zwei Bartfledermäuse. In diesem Stollen überwintert zum Beispiel jetzt hier ein großes Mausrohr. Ja, hier ist gut zu sehen, das Tier ist wegen der hohen Luftfeuchtigkeit mit Tauperlen besetzt. Gittermäuse mögen es sehr feucht, weil ihre Flughäute und ihre Füße im Winter nicht durchblutet werden. Und das muss durch die Luftfeuchtigkeit in dem Stollen, hier hat es etwa 90-95% Luftfeuchtigkeit, ausgeglichen werden. Wie viele Arten hast du jetzt gerade eben hier ausgemacht? Hier dann? Bis jetzt 4 Arten. Allerdings hängen sie nicht immer so gut, wie sie jetzt hier drinnen hingen. Dann ist das sehr viel schwieriger. Und viele verkriechen sich ja in Ritzen und Spalten. Da muss man erstmal gucken. Von der Nanzenbacher Seite, nach Wissenbach zu, gibt es hier kaum Stollen. Auf der Seite war ja eigentlich gar nichts. Und hier rüber, bis rüber nach Eisenrot, würde ich mal sagen, 140 noch zugängliche Gruben haben wir. Und es werden immer mehr und wir haben noch viel vor. Wir sind eben an der Zufahrt von der Neuen Lust vorbeigekommen. Der Plan läuft darauf hinaus, jetzt im Frühjahr die Grube Simon Johanna auch besucherfertig herzurichten. Wo ist die? Auf der halben Strecke unten vom Scheldetal zur Neuen Lust raus. Da ist so eine Halde mit Fichten drauf. Dahinter ist die. Da war ich jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal drin. Das ist eine sehr schöne Anlage. Aber die ist eingefallen, man muss da reinkriechen. Das wollen wir jetzt frei machen und dann aus Beton so einen Kasten Einbau machen. Das wird nicht groß sein, aber man kann dann, wenn man so ein bisschen gebückt ist, wird man reingehen können. Und innen kann man dann ordentlich laufen. Das ist ein sehr guter Zustand. Jedes Faktor als Einzelfaktor würde nicht diese große Anhäufung von Fledermäusen zur Folge haben, wie diese Kombination der verschiedenen Faktoren Wald, Gewässer, Winterquartier in Form von Bergwerksstollen. Selbst den kleinen Schaustollen, den der örtliche Heimatverein einmal anlegte, nutzen die flugfähigen Säugetiere zum Überwintern.